Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Karte 2.0. 2.0. 2.0. 2.0. 2.0. Ja, wir machen weiter auf dem Acker hier für Maishexe. Das ist soweit gut. Die Abfahrer, die machen wir schon gut voll. Aber das kennen wir schon. Versuchen wir das hier am besten rauszuholen, dass wir noch nicht selbst hier Mais in den Silo gestaut kriegen. Mittlerweile ist das auch voll reif. Das heißt, tatsächlich, wir müssen anfangen mit der Ernte, aber wir müssen immer Mais fertig machen. Dazu spinnt es zu oft, dass wir da Probleme haben. So, ich fahre jetzt nochmal mit, zu sehen, ob das richtig macht. Da habe ich dann anders eingestellt, auf dem Feld. Ganz langsam und entsprechend langsam über die Straße, dass er ja nicht über Silo mit 20 km/h fährt. Ne? Das ist das Problem. Der kriegt das Zeug nicht halt aus, wie er übergefahren ist. Das ist das eigentliche Problem. Unsere Abfahrer sind ein bisschen, ich muss sagen, naja, nicht so wildig wie sein soll, ne? Naja, aber gut, noch lang, ne? Am Ende ist das Programm kostenlos, müssen wir nicht bezahlen. Ich denke mal, es ist nicht so einfach, das zu entwickeln, so nebenbei. Und das Schlimme ist ja dabei, das Allerschlimmste, wenn das Spiel nachher aus ist, dann laufen die Programme nicht richtig, ne? Passt eigentlich ganz gut, dass wir jetzt soll ich mit der anderen, jetzt soll ich jetzt in der Kurve hier Probleme rein. Natürlich, das sehe ich schon wieder schwarz. Ich fährt genau in die andere Richtung. Der muss dann wenden oder genau in die Ecke. Das ist. Wenn er jetzt Gas geben würde und geradeaus und weg, dann wäre es gut. Jetzt fährt er hier rein. Das ist. Bin ich jetzt voll in der Zickmühle. Macht er jetzt einen Mist? Hoffen wir nicht, ne? Wenn er so schnell fährt wie jetzt, dann geht's. So. Packer kann ich nicht eingreifen, weil der. In der Frucht ist. Und hier kann er eingreifen. Weil da muss man den Abfahrer da rauslocken. Wo ist die Maus? Wo ist der Pfeil? Ich darf die Maus nicht anklicken jetzt. Die Hexe mal gut, ne? Wir müssen ja dahin. Gleich hier. Wenn wir die Bahn hier einnehmen, ne? Hab ich gedacht. Das ist Lenkung garantiert runter. Hm, genau. Nee. Gut. Nicht gut. Jetzt wollen wir ganz kurz. Hat er schon leer? Kann man nicht sehen. Bin zu klein. Ja, ist leer. Ja.
Er scheint ein bisschen besser zu sein. Ist nichts perfekt, aber halt, na gut. Es geht schon. So muss es sein. Halbwegs. So, um die Zeit. Den gucken wir aber dann ja nach der Folge. So, mal ganz kurz runternehmen. Dann die drei Dinge aktivieren wir. Das ist ja das Blöde, dass man ja die Lenkung durch Mitte. Das ist das Blöde. Wenn ich jetzt die Lenkung wieder aktiviere über ein Aufdecken, das würde bedeuten, das Spiel würde wieder ein paar Sekunden einfrieren, wenn wir Glück haben. Pech haben, dauert auch ein bisschen länger und dann ist die Folge zu Ende. Da muss ich jetzt mal so gehen. Ich bin noch nicht drauf gekommen, wie man machen könnte, dass es nicht so laufen würde. Wenn man so das Problem ist, weil ich ja mit mehreren Monitoren spiele, wo ich praktisch dann andere Anwendungen sehe. Links und rechts. Und im Normalfall wird ja nur ein Monitor gebraucht zum Spielen. Es gibt Spiele, da geht das mit der Maus überhaupt nicht raus. Im Spiel, wenn das Spiel läuft. Was an sich gut ist. Aber hier ist das leider so. Nicht der Fall. Aber ist halt so. Wie kann man nicht erinnern. Jetzt haben wir Lenken, geht zwar schon, aber halt nicht, ich sag mal, es gibt keinen Widerstand. Das wäre jetzt wie mit einer Servolenkung, die jetzt absolut mit 200% laufen würde. Im Prinzip mit einem kleinen Finger das lenken könnte. Der Teil läuft auch ganz gut. Besser wie ich dachte. Gleiche wird es auf der Marsch auch blühen. Und da ist es ein bisschen noch verrückter, weil da die Felder ein bisschen kleiner sind. Das heißt, da ist mit Crossplay fast nichts zu machen. Weil entweder ist der Fahrer im Kram oder er ist irgendwo anders. Ne? Und da heißt, das wird mehr alleine machen müssen. Dürfen. Naja, gut. Es dauert da noch ein bisschen. Der Aufwand, denke ich mal, ist größer, weil der KI nicht dazu kann, wie ich das gerne möchte. Jetzt können wir das sehen, wie das macht. Oh, das gibt's doch gar nicht, voll Gas. Im Grunde ist es richtig, weil er um BGH ja entspricht, aber innen drin. Ja, das wird nichts. Können wir fleißig reinfahren. Hm. Wieder so ein Scheiß gemacht. Das lernen die nicht. Da kann ich jetzt mit dem Radlader beigehen und entsprechend verteilen. Beziehungsweise wieder reinfahren. Ist auch so. Sie den Trotz da hinten wieder reinfahren. Ja,
Das hat die KI nicht hinkriegt, ne? Oder ich fällt verkehrt ein, das kann auch nicht sein. Wir müssen alles wieder nachmachen, arbeiten hier. Und dann gucken wir hier, wie das Spiel dann ist. Das Blöde ist, ich mache ihn meistens zu hoch und dann lenkt er nicht mehr ordentlich. Und die Autokipp. Ich wollte was aufnehmen. Ups. Jetzt brauchen wir weniger Teile, aber wir müssen mehr mehr wieder aufsammeln. Okay. Kann nicht sein, ich stelle hier auf dem Feld ein mit 5 km/h und dann fährt er hier mit 20, 30 km/h wieder. Machen wir nicht so häufig. Nächste Mal ist es anders, in Anführungszeichen. Weil dann haben wir keine Fläche frei für den Mais. Weil laut Fruchtfolge dann keiner geht. Die wird auch nicht so genau sein. Super, und festgefahren. Aber mit 9 sind wir jetzt auch gleich gewesen. Bin ganz sicher. So, das ist nicht mehr. Machen wir noch fertig.
Ich bin in Erinnerung, dass es bald soweit ist. Oh, Feldzeichen ist fertig. Das machen wir gleich. Und dann haben wir gleich abzurechnen. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. 14, 14. Lange ist es schön hier. Den holen wir später, wenn die anderen auffällig sind. Die Zauberhand aus fertig geworden ist. So, der ist hier. Ein Streich. Guck mal, wo er hier fällt. Ah, links. Müssen wir mal ganz kurz schauen, wo wir nacharbeiten müssen. Beziehungsweise. Ah, das ist da die Ecke. So, liebe Flo, das soll es für heute gewesen sein. Dann geht es gleich weiter. Jetzt halt mal Schüsse um den Winkel. Noch einen schönen Rest. Advent, 4. Ne, alles mal gut und schön. Lass das schmecken. Genießt den Kaffee oder Punsch, was auch immer. Dann seid mal tschüss und winke winke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.